Wir wollen nicht Heim sein, also für eine bestimmte Zielgruppe, die dort einheitlich versorgt leben, sondern von der Einrichtung zum Gemeinwesen heißt dann eben auch die Mitarbeiter mit ihren Familien. Dass natürlich betreute Bewohner hier leben und Menschen, die hier arbeiten, auch hier leben und Menschen, die nicht hier arbeiten, hier leben. Diese vielen Menschen und diese vielen unterschiedlichen Menschen, die hier zusammenkommen, das ist, glaube ich, das, was es ausmacht. Das Heilsame an der Anthroposophie ist, dass sie so den Blick darauf lenkt, dass wir mit allen Naturreichen in Verbindung stehen und das versuchen wir auch erlebbar zu machen. In der bewussten Wahrnehmung der zeitlichen Rhythmen, dass wir eben versuchen, jeden Tag in der Woche einen besonderen Charakter zu geben oder dass wir die Jahresfeste feiern, Frühling, Sommer, Herbst und Winter elementar erlebbar machen. Und das ist eben auch gesundend oder unsere Art der Seelenpflege. Ich glaube, es ist die Lage, die schon sehr besonders ist. Das ist aber auch, ja, ich sag mal, das Gemeinschaftsleben, was wir nach wie vor sehr, sehr hoch halten. Gemeinschaftsleben auf gleicher, ich sag mal, Du-und-Du-Ebene. Das ist das, was den Ort hier so besonders macht. Das, was wir im Umgang miteinander und im Umgang mit den Menschen mit geistiger Behinderung versuchen, soll modellhaft sein für den Umgang der Menschen auf der ganzen Welt. Und alles wirkliche Leben ist Begegnung und alle Menschen werden Brüder. Das ist unser Wunsch, eben auch das Leben hier in die Welt hineinzutragen.